Die Kreatur, die ich in den ausgebrannten Überresten. Herr Sturmbannführer, diese Gefangenen wurden am Botanischen Garten festgenommen. Anscheinend haben sie etwas gesucht. Diese beiden sind Rote, weigern sich aber zu reden. Der dritte sieht nach einem Ranger vom Orden aus. Ein Mutant von der Größe eines Kindes wurde in ihrer Nähe erwischt. Er wurde ebenfalls als Rache ausgeliefert. Darum kümmere ich mich später. Der hier? Vermutete Mutation. Nein, nein, ich bin normal. Seht ihr? Zwei Arme, zwei Beine, 10 Finger. Versteht ihr nicht? Ich bin ein Bürger der Hanse. Körper halten! Du bist hier nicht in der Hanse. Hier wirst du verdächtigt, fehlerhafte Gene zu verbreiten. Und das ist deine Prüfung. Wenn dein Schädel die richtigen Proportionen hat, kannst du gehen. Wenn nicht, bist du eine Abscheulichkeit. Wissenschaft, verstehst du? Das ist ein Skandal! Ich hab dir gesagt, du sollst stillhalten. Und? Mal sehen. 318 Millimeter mal 302. Gucken wir mal in die Tabelle. Oh, Glückwunsch! Du bist ein Mutant! Nein! Zum Müllschlucker. Eine einfache Frage. Welchen Auftrag hattest du im Garten? Fahr selbst zur Hölle! Faschist! Puh. Ich zähle bis 3. 1. Die rote Linie lebe hoch! 2. Lang lebe Genosse Moskvit! 3. Bitte, bitte. Ich rede auch. Aber nichts von den anderen, ja? Die bringen mich um, wenn sie das hören, okay? Bring den hier zur zweiten Einheit. Normalerweise mischt sich das Reich nicht in die Angelegenheiten des Ordens ein. Aber hier haben wir euch, die Roten und den Freak, alle zusammen im gleichen Netz gefangen. Das gefällt mir nicht. Also rede, oder du kriegst eine Kugel ins Hirn. Auf den Offizier! Hier, nimm das Messer. Behalte es. Du gehörst also zum Sparta-Orden. Ich bin von der roten Linie. Unsere Vorgesetzten verstehen sich nicht besonders was. Aber ich würde sagen, scheiß drauf. Halten wir zusammen, ha? Dabei. Ich verstehe. Ein ferngesteuertes Schloss. Eines ist sicher. Wir kommen hier nur lebendig raus, wenn wir zusammenarbeiten. Gut, also, was hatten die über den Müllschlucker gesagt? Okay, verschwinden wir von hier. Und dann trennen wir uns. Die Rohre? Das ist Ihr Notfallplan. Wenn es einen Aufstand oder eine Flucht gibt, öffnen Sie einfach das Ventil und verwandeln das Gefängnis in eine große Gaskammer. Verdammt. Die haben von Ihren Vorfahren einiges gelernt. Psst. Wir gehen, sobald der Aufzug weg ist. Lass uns aufbrechen. Gute Güte. Ich habe Gerüchte von so einem Gefangenenlager hier gehört. Aber es mit eigenen Augen zu sehen... Mein Gott. Auf der anderen Seite ist ein Tunnel. Okay, ich gehe vor, du folgst mir. Und jetzt bleib leise, sonst erledigen dich hier alle. Lass uns aufbrechen. Bleib vom Licht weg und in den Schatten. Die Schatten sind dein bester Freund. Okay, da. Anscheinend haben wir das hingekriegt. Schauen wir mal. Ein Gitter. Ach, Mist, Pech. Wackelt nicht einmal ein bisschen. In Ordnung. Da kommen wir also nicht durch. So viel wissen wir jetzt. Okay, wo gehen wir jetzt hin? Was, wenn...
Hey, hey, heb mich mal hoch, ja? Komm hier hoch. Psst. Jetzt hör zu. Du so, als wärst du eine verdammte kleine Maus. Geh runter und mach keine plötzlichen Bewegungen. Und jetzt vorsichtig, ja? Du kannst nur Schaden anrichten. Wir schützen unschuldige Leben, indem wir dich einfach erschießen. Nein, wir werden ihn nicht erschießen. Bewegung! Unser Anführer sagt, das Erschießen sei für Mutante zu gut. Die haben nichts Besseres verdient als... Mir nach! Außerdem sieht das auch noch gut aus. Weißt du, ich stimme dem Anführer da nicht ganz zu. Der Anführer ist unfair. Okay. Du nimmst den rechten, ich den linken. Ich lenke meinen ab und du erledigst deinen. Verstanden? Also los. Aber nicht zu früh anfangen, ja? Aber was los! Wir denn da machen? Bitte, ich bin in. Wie denn ist das? Wir schlagen ihn mit einer Schaufel tot. Das ist wirkungsvoll und elegant. Hast du das gehört? Hört sich so an, als wäre irgendwas runtergefallen. Gefangene 130, hast du das Geräusch gemacht? Nein, ich war es nicht. Ich schwöre bei Gott. Ja, sieh sich an, dass er Ordnung macht. Du hast Glück. Ich dachte schon, er würde... Hey, hörst du mich? Sieh mal, da ist ein Hebel. Er löst die Leiter. Wenn du ihn ziehst, kommt die Leiter runter. Hey, steh auf! Schnapp dir so viele, wie du kannst. Wir sind sowieso erledigt. Damit erreichst du nichts, außer dass wir alle getötet werden. Öffnest du bitte die Zellen? Die Schaltung ist da oben im Wachraum. Bitte. Okay, schraub die Glühbirne raus. Okay, du nimmst den rechten, ich den linken. Ich lenke meinen ab und du erledigst deinen. Verstanden? Also los, aber nicht zu früh anfangen, ja? Aber was los! Wir denn da machen? Bitte, ich bin in. Wie denn ist das? Wir schlagen ihn mit einer Schaufel tot. Das ist wirkungsvoll und elegant. Hast du das gehört? Gefangene 130, hast du das Geräusch gemacht? Nein, ich weiß nicht. Ich schwöre. Schnapp dir so viele, wie du kannst. Wir sind sowieso erledigt. Damit erreichst du nichts, außer dass wir alle getötet werden. Was habe ich denn getan? Sagt unsere Gene, Frick. Wie das? Nein! Okay, schraub die Glühbirne raus. Du gehst auf diese Seite. Vielleicht kannst du dort hochklettern. Oben treffen wir uns dann. Hey, Spartaner! Hals- und Beinbruch. Hey, was soll... Hey, öffne die Zellen, Mann!
Das Schaltkanal ist im Wachraum. Ey! Nun, junger Mann, wie ich sehe, bist du nicht hier, um einen Spaziergang zu machen. Versuch aber etwas diskreter zu sein. Vorsicht! Ich möchte nicht für deine Fehler bestraft werden. War das dein letztes? Öffne die Schlösser. Da ist der Schaltkreuz oben im Wachraum. Im Wachraum. Den Arschlöchern würde ich eine verpassen. Was sagst du? Du hast ihn freigelassen? Hast du den Verstand verloren? Ich weiß nicht. Ich habe ihn angeschaut. Irgendwie habe ich meinen Sohn gesehen. Dieser Händler von der Hanse hat mich die ganze Zeit genervt. Ich soll ihm die Kreatur verkaufen. Sagte, es sei eine Verschwendung, sie zu erschießen. Und dass er gutes Geld zahlen würde, daher habe ich einfach... Zeig mir die Patronen. Klar. Hier, guck. So, so. Warum laufen Sie hier rum? Es ist nur, dass unsere Schicht zu Ende ist. Dann haben Sie hier nichts mehr zu suchen. Ab in die Kaserne mit ihm. Ja, Herr Oberscharführer. Schon uns ging es schlecht. Dieser Käfig wird schon bald Ihnen gehören. Ich wünsche, sie bringen uns um, wenn sie dich hören. Hey, was ist los? Hey, du hast es geschafft. Gut gemacht. Ein echter Held. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass sie die Luftschleuse von der anderen Seite aufmachen. Dieser Knopf an der Wand ist für das Intercom. Drück ihn mal. Verstecken! Einen Moment. Viel besser. Ich wünschte, ich konnte dieser Tür. Wer bist du? Wer? Nur ein Passant. Er geht schon wieder. Lass uns raus! Sofort! Da oben ist ein Schaltbrett. Damit kann man alle Zellen öffnen. Ich halte es hier nicht mehr raus. Bitte, ich will leben. Schieß! Puh, wir sind auf dem inneren Block raus. Und jetzt geht der Spaß erst richtig los. Hier, fang! Schöne Uhr. Ha, diese kleine blaue Anzeige. Sie geht an, wenn du zu sehen bist, was? In Ordnung. Vor uns werden wohl noch mehr Wächter sein, aber hier können die kein Gas einsetzen. Wir können also beruhigt sein. Ach, ich wünschte, ich hätte eine Granate. Obwohl, wir können sie auch ohne erledigen. Los geht's, Kumpel! Du nimmst den unteren weg. Ich gehe oben und gebe dir Deckung. Sieht so aus, als wären das alle gewesen.
Schau, hörst du das? Der Anführer höchstpersönlich hält eine Rede. Wir werden alle bei der Versammlung sein, einschließlich der Wächter. Genau wie an der roten Linie, glaub mir. Na, was haben wir denn hier? So, ich verstehe. Okay, guck mal auf der anderen Seite. Da sollte ein Schalter sein, genau wie der hier. Und schon geht's los. Sobald die Luftschleuse sich öffnet, gehst du rein. Ich folge dir. Los geht's, Cooper. Meine Flucht aus dem Gefängnis der Faschisten könnte mit "Der Feind meines Feindes ist mein Freund" betitelt werden. Der Name des Freundes ist Pavel. Er hat einen Aufklärungstrupp der Roten angeführt, der von den Faschisten ausgelöscht wurde. Ich habe die Kommunisten nie sehr gemocht, aber Pavel verhält sich wie ein echter Held.